sie gespielt an diesem Let's Play. Ja, stimmt. Na, im Landwirtschaftssimulator Simulator Leben will ich jetzt gar nicht anfangen zu zählen, wie viele Stunden du das Session spielst, weil eine Minute, eine Sekunde ist schon ein bisschen heftig dann. Das ist schon, ja. Oder ich glaube, eine Sekunde sind aber zwei hier. Also 32-fache Geschwindigkeit ist es wie in echt. So habe ich das eingestellt. Okay. Aber ich glaube, das ist ganz gut, damit man einfach ein bisschen häufiger die Preise wechseln und so. Ja, aber manchmal, wenn du jetzt, wie ihr, so 500 Tonnen habt und du willst das alles in einem Tag wegladen, dann musst du schon, glaube ich, die Zeit ein bisschen runterdrehen, weil so viel Zeit hast du ja dafür. Ja, oder nicht. Mit halt zwei Hängern immer fahren. Dann geht es ja, okay. Eigentlich. So, unser Silo hier ist voll. Ja, nee, passt ja. Also meinst du jetzt Mais-Silo oder passt ja unendlich rein? Ja, aber trotzdem, das wird nicht mehr größer, der Berg. Ja, ja. Dafür finde ich auch immer so cool für Maisfahren diese Biogasanlagen. Die haben ja richtig fette Silos immer. Und die werden kaum immer voll und das sieht immer richtig cool aus. Tut man dann da auch gehäckselten Mais rein? Ja, auch Gras oder so. Man macht ja Mais unterm Silo, gehäckselten Mais und Gras. Weil beides ein bisschen runter, in Anführungszeichen reifen, das heißt eigentlich gären. Weil das Gras, was runter gemacht wird, ist ja grün und später machen wir es nach einem Jahr auf und dann ist es braun. Ja. Und das ist ja. Auch warm, ne? Das ist ja wie so ein Komposthaufen, oder? Ja, das ist so. Wenn du reingreifst, hast du schön warme Hand. Aber es stinkt auch. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Am schönsten ist immer, wenn du melkst und dann unten so der Melkstand, wo du ist immer so Melkstand, da sind ja Reihen von Kühe. Und sitzt du ja praktisch unter denen. Und dann musst du immer von unten an den Eulenstand diese Melksaugdinger ranpacken. Mhm. Und wenn da immer sitzt und dann eine Kuh scheißen muss, die scheiße direkt auf den Kopf. Das ist schon nicht schön. Ist dir das denn schon mal passiert? Nee, noch nicht. Ich will auch nicht, dass es passiert. Kann man drauf aber verzichten. Ich ja. Also, ja, das passiert schon mal. Aber was auch witzig war, aber wir haben, als wir einen neuen Trecker hatten, auch einen neuen Güllewagen gekriegt. Mein Vater hat gleich ausgetestet und unser Nachbar hat ihm gesagt, man soll da irgendwas machen oder so. Und dann hat es mein Vater ausprobiert. Auf einmal schoss da alles Gülle oben raus und da wurde voll Gülle gebadet. Schon gleich die Gülle sich eingeweiht. Und das ist gleich zweimal passiert. Was hat er denn wohl falsch gemacht? Ich weiß es nicht, was der Nachbar gesagt hat, aber ich habe noch 90 Liter. Muss ich, glaube ich, mal tanken. Ja, die schlucken gut. Ja, am Anfang habe ich 200. Aber zumindest hat er auch noch einen recht großen Tank, sonst wäre das nämlich schlimm. Ja, 1 Liter. Ne, tanken. So ein 110 Liter Tank, da kannst du immer direkt eine Tankstelle anhalten. Ja. Kannst du gleich eine Tankstelle pachten. So, mal einmal richtig hinsetzen. Aber hinter den Häcksler kann man auch noch den Anhänger dranhängen, der noch größer ist, ne? Ja. Obwohl, dann ist halt das Manövrieren schon schwer, oder? Das, ja, kann sein. Ja, ich mal schon. Also, es gibt ja auch einen Mod. Da kannst du für einen Häcksler statt so ein Häckselding zum Mais häckseln, auch so ein Ding zum Gras häckseln machen, dran machen. Also, man. Ja. Dann nimmst du das, sprichst du das schon gleich durch den Häcksler durch. Es gibt aber auch so einen Mod, da hast du so ein. Ist das der Häcksler? Du hast vorne einen Mähweg und an den Seiten zwei. Dann kannst du nur mähen damit. Mhm. So, das ist so ein Krone Big X oder noch was.
Ich auf jeden Fall habe ich auch schon mal gesehen. Aber die diese Krone Big X, die finde ich eigentlich sehr angenehm zu fahren. Also Hexer sind generell sehr angenehm zu fahren, finde ich. Wegen den Hinterrädern über. Nicht, sie haben keine Vorderradschaltung liegen. Lenkung. Genau. Und irgendwie geht das auch sehr schnell. Also man kriegt sehr schnell Ertrag. Ja, ist ja, das Ding ist ja ein 16-Reihe. Ja. Also meist ist jemand in einer Reihe und der nimmt dann so maximal 16 Reihen mit. Und das ist viel, oder? Also ist schon. Ich meine, ich habe schon mal 32, gibt es das überhaupt, keine Ahnung. Dann ist er nicht doppelt so groß, das ist schon ordentlich. Ich mach mal kurz ein Lied weiter, so. Ja, welche Playlist hast du? Hast du auf die von Jam Let's Play da? Nee, leider nicht. Ich meine, dass du ein paar Lieder davon hast. Du hast, meine ich, von ach, wie heißt der nochmal? Von incompetech.com. Genau, da habe ich die ganzen Lieder her und da hat Jam Let's Play, die B-Tor, Gronkh hat teilweise sogar auch welche, habe ich gemerkt. Ganz viele haben Gronkh, welche. Gronkh, also Gronkh interessiert mich jetzt nicht so. Ich mag Gronkh jetzt nicht so gern. Aber ich höre schon gerne die B-Tor und Sips LP und Jam Let's Play. Ja, Play, nicht Fail. Ja, du sagst genau. Ja, nein, auch nicht zu Gronkh. Gronkh, Dingens. Playlist-Logos. Hat er ja zum Beispiel oder Gronkhs Zeugs. Ja, oder Super Ist Homies. Ja nur ein Kanal. Ja, Super Homies kann man schon sagen, aber. Super Homies finde ich aber nicht einen richtig guten Kanal. Der gefällt mir. Ja, ja. Like. Like. Dislike. Ich hasse dich. Ich finde die Let's Lalas von German Let's Trash, also German Let's Play, ganz gut. La 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 la. Am besten finde ich da Final Fantasy. Boah. Ja, das ist im. Ja, geht halt nochmal. Oh Gott. La das la 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 la. Nein. Dialog muss auch mal machen, Let's Lala. Hab ich auch schon mal probiert, aber ist gar nicht mal so einfach. Gerade wenn du das mehrstimmig machst und so alles zusammen fügen, dass das alles noch im Takt ist und so. Ja. La 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 la. La 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 la. Irgendwie das musst so du mehreren machen, die zufälligerweise dieselbe Stimme haben wie du. Aber ja, Final Fantasy, die Mucke ist richtig episch. Ach, wie sind was machen eigentlich die Preise? Immer noch stabil, da muss sich mal was ändern. Geht doch nicht. Mittlerweile 70 Tonnen im Lager. Schon bald der. Ja, stimmt. Haben wir schon bald den Front-Lader zusammen, wenn wir die verkaufen für über 1000 pro Tonne. La 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 la. Dieses Pfad musst du jetzt Letzte Lala nennen. Okay. Dann suchen die so nach Letzte Lala von Sherman Let's Trash. Dann finden die auf einmal dein Level, ich hast du Latte Let's Play. Genau, und dann habe ich bestimmt von einem Tag auf den anderen auf einmal 20 Millionen Abonnenten. Ja, 20 Millionen. So viel hat der German Let's Play auch, ne? Ja, mindestens. Ja. Hat er nicht 100 Millionen? Nein, 100.000. Ich weiß. Oder 120. Hat er, glaube ich, 120.000 meine ich. Die B-Tor hat mittlerweile auch schon über 100, oder? 1000. Das weiß ich nicht. Über 100 hat er auf jeden Fall. Ich meine, ich habe verglichen. Kannst du auch Pete Smitty? Den gucke ich nicht. Der ist schon 140.000 oder so, ne? Ja, ich habe verglichen. Die hatten zu einem Zeitpunkt beide 80.000. Und da habe ich ihm eine Woche später geguckt und oder zwei Wochen oder drei und hatte Pete Smitty irgendwie über 100.000. Die Bieter war immer noch bei 80.000, 90.000. Ja, der so. The Vulgarist oder so, der hatte auch mal irgendwie so eine Phase, da hatte der nur 10.000 Abonnenten und hat jeden Tag 500 dazu gekriegt oder so, so voll übelst. Alter. Ich
Ich meine, für jemanden mit 10.000 Euro nennen ist das viel, wenn man so viel am Tag. Ich würde mich ja schon über 10 freuen. Irgendwie also. Mittlerweile, ich hatte glaube ich nach anderthalb Monaten 10 Abonnenten oder so, als ich angefangen habe zu Let's Playen. Und auf einmal ging das sauschnell. Also irgendwie, früher habe ich noch so, ach cool, der hat mich abonniert, gehe ich mal auf seinen Kanal gucken, was der so macht. Und mittlerweile komme ich da gar nicht mehr hinterher. Ich glaube, ich habe jetzt ist, knappe 80. Ja, wirst du noch den YouTube-Partner? Ja klar, bin ich schon, seitdem ich 15 Abonnenten habe. Nein. Ich wollte gerade sagen, hä? Die lassen sich Vater werden, will ich auch machen. Man kann die ja anfragen. Ja, aber dass ich schon mit 15 Abonnenten annehme, das ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Oder die nehmen dich an und schmeißen dich nach einem Tag raus, weil die merken, dass du nicht genug Kick bringst. Ist der ja, Wagen denn total voll hier, der Ballensammelwagen? Der ist voller als voll. Also maximal Ballen drin. Ja. Hier sind noch Linger auf dem Feld noch lauter. Wenn du das nächste Mal Weizen wegbringst, kannst du den zweiten Hänger mitnehmen, da musst du nicht so oft fahren. Ja, okay. 40.000 haben wir mittlerweile. Wir haben ungefähr 16.000 plus das, was der Sprit die ganze Zeit kostet, und das ist viel bei den Traktoren, von den Kühen finanziert gekriegt. Ich finde, es sollte auch mal die Preise für Sprit so schwanken wie die von den Getreide und Sorten. Ja, wäre auch nicht schlecht. Da gibt es aber noch einiges, was vielleicht ganz nett wäre im Spiel. Was macht denn der Drescher? Der drescht. Ich glaube, ich mach mal Ballen, wenn du nichts dagegen hast. Nee. Das kannst du machen. Das war ich. Ich überlasse dir gerne, aber die ich machen. So, Vollgas. Ui, Slowbo. Und als nächstes nach dem Ballenpressen werden wir dann mal die Sämaschine neu platzieren. Ich überlege gerade, sollen wir jetzt mal eine Zeit lang Weizen machen oder gehen wir wieder zurück zu Raps? Der bringt ja mal etwas mehr. Dafür kriegt man natürlich keine Ballen und der Korntank geht auch nicht so schnell voll, ne? Ja, das musst du jetzt wissen. Das ist dein Let's Play. Eigentlich haben wir jetzt ja auch gerade die ganzen Maschinen gekauft. Für Weizen, für Ballen machen. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir erstmal bei Weizen bleiben, auch wenn die Ballen natürlich auch jede Menge zusätzliche Arbeit machen beim Vorladen. Bin ich ja mal gespannt. Man kann auch 50-50 machen. Ja, dass man zwischendurch mal was anderes macht, ne? Ja, aber man kann auch auf Ballen, auf den großen Land auch beides anpflanzen, oder nicht? Ja, eins Raps, eins Weizen immer abwechselnd oder so. Ja, nee, ich mach jetzt gleichzeitig. Also immer wechselt. Wenn das eine runter ist, dann das andere. Oder Hälfte, Hälfte. Hälfte, Hälfte. Hälfte, Hälfte finde ich irgendwie blöd, dann kann man besser zwei unterschiedliche Felder nehmen. Ja, okay. Ja. Das musst du sowieso wissen. Ja, ich muss immer alles wissen. Du bist Gott, du weißt doch alles. Danke. Was willst du, Arsch? Na, Spaß. Aber dass du Gott bist, das war schon ein Witz. Nein. Doch. Lass mich überlegen. Nein. Was war nochmal das Wort, was nicht einfällt? Nein. So, wir nehmen jetzt eine Stunde auf. Ungefähr. Das heißt, vier Parts. Vier Parts? Ja, vier, fünf Parts. Viereinhalb. So, machen wir mal die ganzen Anzeigen weg. Und machen mal in aller Ruhe hier Ballen. Aber hier sind auch schon einige wieder. Da haben wir schon den Wagen direkt wieder voll. Fährt ja immer noch 60, wenn ich zwei Hänger. Scheiße. Ja, der hat ordentlich Power. Der fährt sogar so 65, war glaube ich das höchste, was ich bis jetzt mit dem geschafft habe. Ich bleibe immer hängen, weil hinten ist ja so ein Eingang zwischen diesem Weg zu dem Berg hoch und diesem Hof, und dann ist immer so eine Stange da, und da fahre ich immer voll gegen, wenn ich da rein oder raus fahre. Aber ich komme immer wieder raus, also keine du Sorge. Bist jetzt nicht festgebackt. Nee, da kann man sich sowieso nicht schlecht festbacken. Doch, man kann jetzt so auf die Stange fahren, aber da könnte sich jetzt einer raus dich da rausrammen. Ich finde es auch gut, dass sie keine Schaden in die Fahrzeuge. Soll ja in 2013.
Scheiße. Dass du dann... Oh, ui. Ich seh dich da gerade angeflogen kommen. Ja, wir fliegen in Slow-Mo, das ist voll geil. Ich fand ja früher immer eine Map cool. Alpen-Challenge-Map habe ich da, glaube ich, auch schon mal im